Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge im Spiel Final Fantasy XIV Heavensward und ich bin nicht ganz allein, es ist wieder Brabbeldaddelzeit. Wir haben einmal die Melitus am Start. Hallo. Dann die Rin. Hallo. Und den Mishu. Hallo. So, wir haben es geschafft, mal wieder Zeit zu finden, mal außerhalb der Raid-Zeiten mal hier mal ein bisschen wieder rumzubrabbeln und ein bisschen zu daddeln, einfach mal Sachen zu machen, die jetzt nichts mit dem Raid zu tun haben. Und ihr seht gerade dort, wo ich stehe, da habe ich auch die letzte Aufnahme, ja, sozusagen beendet. Und das ist eben halt jetzt hier im Startgebiet von Heavensward. Und da hatte ich ja noch letztens so eine Sternschnuppe gesehen, Rin, weißt du es noch, was ich erzählt habe, die Sternschnuppe? Ja. Und ich habe ja gesagt, ich bleibe so lange hier stehen, bis dann wieder eine neue Sternschnuppe kommt. Und ihr seht, es schneit nur. Es ist irgendwie, Sternschnuppenzeit ist vorbei. Aber gut, wir werden natürlich jetzt mal ein anderes Thema anschneiden. In der letzten Folge haben wir es thematisiert, die Hauptstoryline speziell, was ja, wo wir ewig drüber gequatscht haben. Und natürlich auch über das, über die Hunts halt, ne? Wie sich das so aktuell entwickelt. Und ich habe mir das letzte Mal angeguckt, das waren ja knapp 50 Minuten, die da rumgebrabbelt haben. Schwerpunkt der Hauptstory. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt fleißig Kommentare hinterlassen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, schaut doch noch mal rein. Folge 30 war das, glaube ich, gewesen. Und heute werden wir mal ein ganz anderes Thema anschneiden, was aber auch nicht interessant ist. Und zwar mal die Primary-Fights, die es hier aktuell gibt. Einerseits im Normalmodus und auch im Expertenmodus. Und zwar Bismarck und eben halt Ravana. Und wir haben es jetzt geschafft mit dem gestrigen Tag, dass wir auch Ravana gelegt haben, Extreme Mode. Und ich gebe einfach mal das Wort an Mishu, denn ich weiß, Mishu war vom Fight total angetan. Ja, total. Es war bisher das Beste, was ich je gemacht habe. Ja, man hört die Freude. Absolut nicht. Ja, warum? Warum findest du denn Ravana nicht so toll? Also wir reden jetzt nur vom Extreme Mode, ne? Aber was findest du nicht so toll dran? Eindeutig zu viele Animationen. Ja, ist schon hart, ne? Dagegen finde ich immer noch, dass da Titan ein Witz war, damals. Ja, damals, ey, das gerade mal erwähnt, ist unglaublich. Also mir ist erst gestern, ich habe einen Kommentar gelesen hier unter dem Video, ich glaube, das war unter dem Maschinisten-Jobquest-Video von mir, Folge 11. Da hat jemand geschrieben, meine Güte, das liegt ja auch schon längere Zeit her, wo jetzt man solche, ja, anfangs Primae-Fights ihm halt platt gemacht hat. Das sind ja schon knapp 2 Jahre, kann man sagen, oder? Das waren die ersten Primae-Fights, glaube ich, oder? Melli, weißt du das noch? Wo war Titan gegangen, sind nur Titan und Garuda, das war ja so der Anfang. Wie die Zeit vergeht, oder? Ja, das auf jeden Fall. Und ich fand Titan damals wahrscheinlich genauso schrecklich wie Ravana heute. Vermute ich mal. Also man hört so ein bisschen raus, dass du auch kein Ravana-Fan bist. Nee, nicht wirklich. Auch, woran liegt es denn bei dir? Ist es auch der Grund, immer zu viele Animationen, zu chaotisch oder irgendwie nicht so richtig vorhersehbar? Wie siehst du das? Ja, ich glaube, bei mir sind das halt die vielen unterschiedlichen Phasen. Im Grunde genommen muss man immer schon vorher genau wissen, was passiert. Und was ich super nervig finde, das macht mich jedes Mal fertig, ist, dass man immer aus dem Target verliert. Das macht mich als DD wirklich, ist das total schrecklich. Es gibt so ein paar komische Mechaniken, halt auch durch den Server-Delay, dass es manche Mechaniken gibt, wo man quasi schon wieder im Voraus weglaufen muss, damit man nicht stirbt und so weiter. Also es ist nicht mein primary Fight. Ja, das stimmt. Also das finde ich auch ein bisschen nervig, dass man die, also dass man Ravana teilweise aus dem Target verliert, wenn er so sein Schild um sich macht. Das ist echt ein bisschen anstrengend als Damage-Dealer. Und wie ist es aus Heiler-Sicht, wie sieht das hier Rinnen, sag mal ein bisschen. Also findest du Ravana auch sehr anstrengend oder findest du es toll? Glaube ich, die einzige hier in der Runde, die Ravana in Extremer toll findet. Weiß nicht, ich finde den Kampf irgendwie cool. Das hat für mich wie so ein, ja. Ich mag die Ideen von den Phasen her so. Es ist halt. Muss halt. Es ist eigentlich ein reines. Positionsabhängig. Also man muss dann wissen, was bei der nächsten Phase zu tun ist. Du musst dich dann halt so oder so hinstellen und dann musst du dann halt dem Schema dann halt sozusagen folgen. Je nachdem, was dann passiert. Das finde ich halt ziemlich cool. Also du bist ein Fan davon. Ja, ich bin ein großer Fan von dem Kampf.
eigentlich bisher mein Shiva eigentlich einer meiner Lieblingsfreemail-Kämpfe. Ich muss eigentlich auch sagen, ich habe zwar auch am Anfang mich schwer getan, auch speziell mit als Mili. Also ich muss sagen, ich bin zwar kein Billy, ich spiele ja Barde, aber ich muss halt trotzdem auf Mili-Range halt geben, um als Barde auch vernünftig Schaden machen zu können. Und da gibt es halt immer so drei Schilde, die ihr um sich herum macht. Also viele Leute, die es nicht gesehen haben, schaut euch mal hier den Ravana Extreme Fight mal von uns an. Das sollte währenddessen mal hochgeladen worden sein von mir. Und da wisst ihr auch, wovon ich rede. Also diese drei Schilde um Ravana, wo er dann sozusagen so eine Art Spell-Reflect macht, oder zumindest dann einen wegkickt und zugleich auch noch dann seine Fähigkeiten verlangsamt werden, wenn man das nicht richtig beachtet, diese Mechanik. Da habe ich mich echt schwer getan. Das war wirklich sehr movementlastig, selbst für mich als Barde, der ja hauptsächlich aktuell mal castet, ja, der ist ja auch schon zum halben Caster mutiert, ist es auch eine große Umgewöhnung gewesen. Aber trotzdem von der Mechanik her fand ich ziemlich geil. Und wir haben ja auch noch scherzhalber gesagt, dass der Phasenwechsel, der erste, das wäre mal geil, dass das ein Limitrausch wäre für Ninja, ne? Wo die Schwerter auf einen zugeflogen kommen. Also die Animation sieht schon ziemlich geil aus. Wie seht ihr das im Vergleich zu Bismarck? Mishu, Melli, seid ihr da eher ein Fan von? Mishu? Ich dachte, weil du möchtest du erstmal was dazu sagen. Also ich weiß nicht, ich finde Bismarck jetzt nicht so schlimm wie Ravana, definitiv nicht. Finde ich auch nicht, also da bin ich auch bei Mishu. Ich fand es vor allem interessant, dass man plötzlich auch das Wetter mit einbezieht in die Taktik. Das fand ich schon sehr spannend, dass sie das dann auch bedacht haben und dass man je nach Wetter entsprechend reagieren muss. Und den Kampf an sich, Bismarck, fand ich eigentlich schon immer toll. Generell mit dieser Idee, wie der ganze Fight halt eben abläuft. Und in Extreme ist es halt, ja, das ist, man könnte es natürlich wieder kritisieren, das ist hauptsächlich ein Damage Race an halt so gewissen Stellen. Aber trotz allem gefällt mir der Kampf sehr gut eigentlich. Wie siehst du das drin? Auch angetan oder im Vergleich? Ja, also ich weiß nicht. Den Bismarck-Kampf finde ich irgendwie langweilig. Also, ich weiß nicht, der Kampf ist eigentlich von Anfang bis zum Ende, bis auf die Schlangenphase, ja eigentlich im Prinzip gleich, außer dass dann halt zum Schluss noch das Wetter hinzukommt. Weil eigentlich ändert sich dann halt ja gar nichts mehr. Das ist eigentlich nur so ein reines Edgetöte und dann, wenn die Harpunen ready sind, auch den Rücken dann kaputt machen und ich weiß nicht, das finde ich jetzt Highlight ziemlich unspektakulär. Aber es ist ja auf einer Seite auch ein Damage Race, ne? Also Bismarck ist im Vergleich zu Ravana ausschließlich eigentlich auch ein Damage Race. Bei Ravana ist ja nicht so extrem. Ich glaube, da sind wir einmal wirklich in den Endrange gekommen von Ravana, weil irgendwie die Hälfte tot war. Ja. Naja, das würde ich so auch nicht sagen. Es gibt ja auch gewisse Stellen, also gerade das mit dem Schild, ne, wenn das aktiv ist, da ist es ja auch schon ein bisschen ein Damage Race, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Ja, da ist, der macht ja halt gelegentlich das Schild, was halt, wenn es nicht kaputt gemacht wird, dass er dann halt den Raid dann wiped. Genau. Und die App-Phase, ja, kann man auch so als kleines Damage-Race vielleicht betrachten, weil da muss man ja auch drauf achten, dass man die ganzen Schmetterlinge tötet, bevor sie den Cast durchbringen. Ja, stimmt doch, ja, ja, ja. Also dann die kleinen Ads, diese Schmetterlinge hat Melli gerade erwähnt, da hat es auch ein bisschen einige Wipes gekostet. Also wenn man dann nicht richtig gefokust hat, die einzelnen Ads, dann wurde es schon ein bisschen tricky. Aber im Endeffekt haben wir es ja doch in recht kurzer Zeit ja doch noch geschafft, im Altravan auch einen Extremo zu legen. Aktuell haben wir es, glaube ich, wie oft geschafft? Ich schaue mal kurz. Wir kriegen ja dafür solche Totems. Wir haben 3 Ravana-Totems haben wir aktuell. Und 10 Stück war richtig, brauchen wir für die Waffe, oder? Wie viele hast du eigentlich schon drin? Du hast ja schon vorher Ravana mal Down gemacht, oder? Ich habe aktuell 5. 5, okay. Du hast ja eigentlich jetzt kurz nachdem du 60 wurdest und so ein bisschen Equip hattest, hast du ja Ravana schon gelegt, oder? Richtig. Wie war es denn jetzt im Vergleich jetzt vom Equip her? Man muss natürlich jetzt sagen, Ravana haben wir gelegt, wo wir schon ein ziemlich gutes Gear halt durch den Raid halt hatten, also durch den Alexander Raid. Das ist ja auch Level 180er Gear, kann man fast sagen, haben wir jetzt gehabt beim Ravana Extreme Kill. Hast du da einen großen Unterschied auch als Heiler gemerkt, im Vergleich 170er Gear ungefähr und 180er Gear bei Ravana?
Ja, ein bisschen. Allerdings muss ich sagen, irgendwie empfand ich das bei den anderen ein wenig entspannter von der Tank-Seite. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Aber wir haben da halt irgendwie nicht so... Also Emisho hat kennt das Gefühl bestimmt, dass es bei den Tank immer so schlagartig auf 10% gar ging, ne? Ja. Das war dann nicht so oft der Fall. Ich hatte auch mehr Zeit, dann mich um die Gruppe zu kümmern, besonders in der letzten Phase. Ja gut, man kann das ja mal nachträglich unseren First Kill sozusagen mal genauer betrachten, wo er uns gelegen hat. Aber da hatte ich echt auch ein bisschen Angst. Also teilweise sind die Tanks von uns, der Scharlach hier unter anderem, auch ziemlich runtergedroppt. Also es war schon auch für die Heiler, denke ich mal, eine Herausforderung bei uns, oder? Ja. Vor ja, allem als Astrologe, ich habe ja so oder so schon Mana-Probleme. Da hatte ich dann relativ viel mit dem Mana zu kämpfen. Man muss an der Stelle auch erwähnen, also unser Raid-Setup sieht jetzt so aus, dass wir jetzt hier einen Astrologen haben, das ist halt die Rin, und dem Mishu, der hat ja umentschieden, der hat ja angefangen mit Astrologen und hat dann doch den Gelehrten wieder gewählt. Die Frage ist natürlich, denkt ihr, es wäre auf jeden Fall auch gut machbar gewesen, mit zwei Astrologen das zu heilen, oder wäre es doch sehr schwierig geworden? Also an sich, klar wäre es machbar gewesen. Es gab ja auch das erste Video von Solo hier, Ravana war auch nur mit einem Astrologen. Allerdings finde ich Doppel-Astrologen-Heiler-Paar am schlimmsten von allen Doppelklassen. Hast du schon mal selbst mit dem Astrologen auch gespielt, also im zweiten oder gar nicht drin? Ja. Okay. Habe ich. In der normal, also wo jetzt dann, auch bei Bismarck oder Havanna oder wie? Nein, das war Alexander. Okay. Das war, der Grund liegt einfach, wenn man den Astrologen auf 60 spielt, dann stellt man fest, dass die eine Stance mehr oder weniger ziemlich nutzlos ist. Und das Problem ist allerdings, also ziemlich beliebt und eigentlich fast jeder benutzt die White Mage Stance, wo man halt einen Regener-Effekt auf die Spells bekommt. Das Problem ist aber, mit zwei Astrologen stackt dieses Regener nicht. Das heißt, wenn man dann halt zwei Astrologen hat, kann nur einer von den beiden das Regena dann drauf machen. Deswegen ist einer gezwungen, dann auf die Schildstand zu gehen. Und diese Schilde sind im Vergleich zu diesem Regena-Effekt und auch von den Mana-Kosten im Vergleich her viel zu schlecht. Okay. Du kannst es eigentlich dann vorstellen, der Astrologe macht ein Schild in Höhe, wie ein Gelehrter auf 50 gemacht hätte. Okay, okay. Also ich höre raus, dass ihr schon beide mit dieser Entscheidung von euch beiden sehr zufrieden seid. Also die Rinnen, du bist ja happy mit dem Astrologen und Mishu, du mit dem Gelehrten, oder? Ist weiterhin so? Ja, ja. Hat sich bisher nicht geändert. Okay. Ja, ist doch schön. Ich weiß noch ganz genau, wie ich das auch so skeptisch betrachtet hatte. Wo wir, bevor Heaven's Ward rausgekommen ist, da hatten wir auch schon so einige Brabbel-Daddel-Folgen gehabt und haben das auch mal thematisiert zwischen den Zeilen eben halt. Ja, ob das gut gehen könnte mit zwei Astrologen. Und ich habe immer gesagt, ihr wisstet, davon bin ich kein Fan. Also von gleichen Klassen in einem Raid, da halte ich gar nichts von. Aber gut, dann muss ja jeder selbst entscheiden, was auch meistens Spaß macht. Und da freut es mich wirklich, dass ihr beide dann ja diesen Weg eingeschlagen habt. Also das ist doch schön. Ja, das heißt im Endeffekt, wie gesagt, die Primaries Fights aktuell haben wir am Start und durchgeballert. Also sprich, Bismarck war ja der erste in Erweiterung von Heaven's Ward und als zweites kam ja Ravana. Ich erwähne es immer für die Leute, die vielleicht gar nichts mit Final Fantasy aktuell anfangen können, gerade mal reinschnuppern. Deshalb erwähne ich es nochmal. Und ja, ich muss sagen, ich bin auch sehr froh, dass wir es geschafft haben. Und ja, das nächste Ziel muss man ganz klar sagen. Aktuell ist ja auch bei uns der Raid Alexander am Start im Normalmodus und bald ist ja auch dann Savage am Start. Aber das werden wir noch mal später thematisieren. Die Frage ist jetzt nochmal an euch. Wisst ihr schon so ein bisschen was als nächstes kommt? Also Primary Fight technisch? Gibt es da schon Anspielungen oder gar nicht? Ach, eigentlich nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass zum Beispiel Bismarck als Prima E, von welchem Final Fantasy Teil ist der? Also ich hab da, weißt du das drin? Oh, also dass der schon mal, dass es den schon mal gab, das weiß okay. Ich. Also Bismarck ist ein älterer Prima E und Ravana ist ja für Final Fantasy erfunden worden. Okay. Also Bismarck sagt mir vom sechsten Teil her was, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Tatsächlich auch aus dem sechsten Teil. Aus dem sechsten Teil, wirklich? Ich habe ja auch sechsten Teil gespielt. Ist das aber hinten raus eher, oder? Und auch, ja. Auch aus dem neunten. Okay. Genau, aus dem neunten auch. Hm.
Ja, ich habe den Vergleich jetzt nicht. Also wie gesagt, erinnere mich jetzt gar nicht dran an Bismarck aus dem sechsten Teil. Ist der denn auch so wirklich so dargestellt, wie wir jetzt das kennengelernt haben? Also 1:1 oder gibt es da schon Abweichungen? Bismarck ist in Teil 6 eine Beschwörung und ja, den kannst du dir eigentlich wie so einen Wald vorstellen. Okay. Ja, interessant, das habe ich gar nicht so vor Augen. Also, kann mich gar nicht daran erinnern, aber gut. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, Leute, die ihr gerade hier zuhören. Ne? Generell natürlich, was ihr allgemein von diesen Primary Fights haltet, von den neuen und allgemeinen und natürlich auch, was ihr vielleicht in der Zukunft euch wünscht. Ne? Ist natürlich auch mal ein ganz wichtiges Thema. Bin gespannt, was ihr da auch mal in die Kommentare reinschreibt. Wenn ich, ja, mal gucken, was dann noch kommen wird. Ich bin auch sehr gespannt. Was denkt ihr jetzt allgemein, werden sich Leute, die jetzt zufällig jetzt, also in einer Random-Gruppe sich an sowas ranwagen, werden sich damit schwer tun mit Bismarck im Extreme und Ravanna? Oder denkt ihr, ja, selbst über Zufallsinhalt könnte man das packen? Ich kann eigentlich eine schöne Geschichte drüber erzählen, weil ich ja einen Real-Life-Freund habe, der ja auch mit dem Spiel angefangen hatte. Und er hat ja nicht diese Leute parat, mit denen er das machen konnte, also musste er es halt erst gezwungen dann, das random zu machen. Und Bismarck, das war eine Heidenarbeit. Also wir reden jetzt von Extreme-Modus, oder? Okay. Ja. Das war eine Heidenarbeit, den Kill für ihn zu kriegen. Das hat eigentlich dann immer wirklich an der DPS gescheitert. Okay. Da waren zwar teilweise manchmal so relativ gute Gruppen dabei, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Und irgendwann hatten wir, hat er eine Gruppe gefunden, die das mit TS gemacht hat, und da hat es dann auch funktioniert. Ja, ich glaube generell, dass viel Kommunikation auch, also dass man halt mit einer Rede aus vonnöten ist. Also speziell auch bei Ravanna, glaube ich. Ich meine, da gibt es ja schon eine fixe Aufstellung, die haben wir auch ein bisschen dann vorgeprobt außerhalb des dieser Plattform, wo Ravanna ja draufsteht, also in der richtigen Welt. Und das war auch einfach vonnöten, dass man weiß, wer rennt wohin. Also ich glaube, hätten wir das nicht vor so in der Trockenübung gemacht, dann wäre das noch, ja, hätte ich noch sehr lange gezogen. Und bei Ravanna hat der zwar auch etwas gebraucht, aber er hat den Kill dann eigentlich relativ fix dann noch bekommen und hat den halt auch sogar random gelegentlich mal farmen können. Also es gab schon durchaus random Gruppen, die das gefarmt haben. Also soweit ist es schon. Man muss sagen, an der Stelle, wir spielen auf dem Server Shiva, für die Leute, die nicht wussten. Ich werde das immer mal wieder gefragt, ja. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Wie schaut es eigentlich aus mit den Waffen? Ihr habt bestimmt ja schon mal ein bisschen mal neugierig geschaut, ihm halt, was es ihm halt für diese 10 Totems jeweils gibt halt und wie diese Waffe ausschaut. Das war ja, glaube ich, bei Ravanna 190er Gegenstandsstufe, oder? Ja. Erzähl mal, Mishu, hast du schon mal ein bisschen gespickt und weißt, wie dein Stab ausschaut? Nee, mein Buch. Ja, stimmt, Buch, Gelehrter, ja. Rin hat ja gestern den White Mage-Stab bekommen. Ja. Ja, ich habe mal geguckt, sieht ganz hübsch aus mit diesen Animationen, das Leuchten. Also aktuell auch denn das hübscheste Buch, was ich finde. Wie leuchtet das denn? Rot wahrscheinlich, Ravanna-Style, oder wie? Ja, es schimmert so leicht rot, violett. Ich kann es dann mal posten. Ja genau, die Rin hat es ja vom Stock, genau, warte mal. Und ich kann es auch nochmal vom Astrologen zeigen. Also ihr seht das nochmal kurz hier, was die Rin gepostet hat. Ravanna Stock. Alles etwas bläulich, sieht recht schön aus. Ich muss auch sagen, der Bogen sieht auch ziemlich geil aus. Wenn man die zieht, ist, wenn man die Waffe zieht, hat es dann eine andere Farbe. Ja. So, genau, da ziehen wir mal rein hier. Ja, sieht echt cool aus eigentlich. Ja, der Bogen sieht auch cool aus. Bin ich auch sehr gespannt. Aber wie gesagt, da fehlen ja noch ein paar Totems. Wie ist bei dir, Millie? Hast du auch da schon mal reingeguckt, wie dein Item ausschaut, dein Buch? Ich habe es mir schon angeguckt, ja. Es ist, also im Vergleich zu den Büchern, die es jetzt im Moment gibt, finde ich, ja, eigentlich das Schönste. Aber jetzt so spektakulär finde ich es auch nicht. Aber ich habe ja den Blackmage-Stab, habe ich bekommen. Stimmt, weil die Rin ja vorher abgehauen war. Ja, an der Stelle muss man erwähnen, die Rin wollte sie haben und ist dann zu früh aus der Instanz rausgegangen. Ja, ich hätte mich aber dann auch schlecht gefühlt, weil ich dann wirklich jede Waffe bekommen hätte. Ja. Ich habe mich ja gestern schon ein bisschen mies gefühlt. Ja, also zu Recht, Rin, zu Recht.
Hier sieht man den Ravana Langstab, ja. Ja, sieht cool aus. Also von den Items muss ich sagen, also die Waffen von Ravana sehen ziemlich geil aus. Ich muss ja auch an der Stelle erwähnen, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich habe ja wieder, als das ist für manche ist eine alte Leier, ne? Aber ich muss einfach erwähnen, für die Leute, die jetzt gerade mal einschalten das erste Mal, ich habe als erste den Maschinisten hochgespielt, ja, und da habe ich mir auch die Waffen mal angeguckt. Einerseits hier für die Totems von, von Bismarck für den Extreme, sowie mal für die Totems von Ravana Extreme Modus. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass das auch so ein ganz kleiner Funken, also einen kleinen Einfluss hatte auf meine Entscheidung, dass ich dann doch den Barden weiterspiele, den Waldläufer, da einfach die Waffen vom Maschinisten mir einfach zu klein und mickrig aussahen. Ich hatte so ein bisschen gedacht, das wäre so wie Final Fantasy 7 mit Barrel, also Barrett, mit dem fetten Gatling-Armgeschütz oder sowas, so eine richtige Wumme, ne? Aber irgendwie war das so klein geraten. Und ja, da ist der Bogen mir doch was lieber. Aber gut, ist halt Geschmackssache. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Fällt euch noch was ein? Anmerkung zum Thema Extreme oder Normal? Generell die Frage, ist der Schwierigkeitsgrad gerechtfertigt oder denkt ihr, das ist dann doch ein bisschen zu krass, der Unterschied zwischen Normal und Extreme? Ich finde den Schwierigkeitsgrad eigentlich ziemlich passend so. Ja, sehe ich eigentlich genauso. Also, ne? Story-Modus ist noch eigentlich recht einfach machbar und Extreme, wie die Rin auch schon gesagt hat, ist eigentlich, glaube ich, ohne TS und Absprache und ohne, dass die Leute die Taktik kennen, fast unmöglich und finde ich auch durchaus angemessen. Wie siehst du das, Mishu? Passt das so oder denkst du, ja, hätten lieber ein bisschen leichter sein können? Nee, ich finde es auch so völlig in Ordnung. Es lag ja denn doch nur relativ schnell von anderen Spielern her. Also von daher völlig in Ordnung. Wie würdet ihr jetzt konkret den Vergleich sehen? Ich meine, ich muss ja sagen, wir spielen ja schon das Spiel seit langer, langer Zeit. Man kann sagen, schon sagen, seit Release. Und wir haben schon einige Prima-Waves geplättet, in Normal sowie auch in Extreme-Modus. Wo würdet ihr jetzt die beiden neuen Bismarck und Ravana einordnen vom Schwierigkeitsgrad her? Also was ist so noch immer für euch der schwerste Extreme-Prima gewesen? Ich frage das mal die Rinnen. Ramu fand ich immer ohne TS und alles ziemlich nervig und schwer. Dabei waren die Mechaniken ja eigentlich nicht schwer, aber es war halt diese Kommunikation, die wichtig war in diesem Kampf. Ich würde sogar Ramu, ja, weil ich finde Ravana eigentlich jetzt so von den Prima ist eher am schwierigsten, würde ich sagen. Aber Ramu kommt eigentlich ziemlich nah dran. Okay. Wie siehst du das, Melitus? Was ist so dein Hassfight schlechthin, oder? Ich würde gar nicht sagen, dass es ein Hassfight ist, aber ich schließe mich da darin an. Mir ist auch als erster Ramu in den Kopf geschossen, weil ich weiß oder mich erinnern kann, wie wir damals auch so Probleme hatten. Es scheiterte meistens an dieser Kugelmechanik, ja, die man halt sehr, sehr gut, wo man wirklich gut miteinander kommunizieren musste, wie man das jetzt auflöst. Und der Tank ja auch irgendwie, ich habe es gar nicht mehr so genau in Erinnerung, die hatten da ja auch so eine kleine Spezialaufgabe mit diesen, glaube ich, Abspotten oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ich kann mich erinnern, wir hatten da echt Schwierigkeiten. Und es war auch nicht so, wenn man den quasi einmal gelegt hatte, dass das jedes Mal geklappt hat, sondern es gab dann auch wirklich Situationen und genau, das war auch das, was mich so gestört hat. Man musste echt aufpassen, dass man nicht zu viel Damage hatte, dass man den ja auch nicht zu schnell in die nächste Phase gebracht hat und so weiter. Und das war ja auch, waren ja auch so Dinge, die wir erst rausfinden mussten. Und wenn ich mich jetzt so richtig zurückerinnere, glaube ich, war das auch der Fight, wo wir so die meisten Schwierigkeiten hatten. Ja, das stimmt. Also damals, ja, das war nicht so einfach. Da haben wir auch viele Aufstellungsübungen gemacht, auch wieder so Truppenübungen, wo wir dann einfach in der Gegend rumstanden und dann teilweise Leute gedacht haben, was machen die denn hier? Ist das eine Sekte? Nein, wir haben unsere Taktik geprobt, irgendwo in Knochenbleich oder so, wo irgendwie eine gerade Fläche war. Das stimmt, Ramu war nicht schlecht und auch nicht ohne. Wie war es bei dir, Mishu? Wo sagst du, das war echt eine harte Nummer? Also eine richtig harte Nummer war als alter PlayStation 3 Spieler Titan für mich. Ich bin bestimmt 2 Monate lang jeden Abend da rein und hab's probiert und hab's einfach nicht geschafft, aus den Plums rauszukommen anhand der PlayStation 3.
Dann hatte ich mir die PlayStation 4 geholt und an demselben Abend habe ich es beim ersten Mal geschafft. Und dann kommt für mich eigentlich auch Ramu, finde ich, am schlimmsten. Von den alten Prima Ace her. Also um jetzt nochmal zu thematisieren, ich weiß ja nicht, wie es aus der PS3-Sicht war, wo das Problem lag. Wurden die Plumes einfach nicht richtig angezeigt oder warum gab es da Probleme? Zu spät. Das war eine Performance-Sache. Du bist längst raus gewesen und hast trotzdem den Damage rausbekommen oder die Landslide, also... Ja, okay. Da ist die betagte PlayStation 3 denn doch nicht mehr in der Lage zu gewesen, das zu regeln. Ja, interessant zu hören. Also... Aber gut, ich muss auch sagen, das Titan war wirklich, ja, das war noch ein Knaller gewesen. Aber was auch so ein, ist jetzt nicht schwierig gewesen großartig, aber zum Beispiel Leviathan. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin so oft da auch runtergerutscht und weggeschwemmt worden. Oder auch, dass wir vergessen haben, diesen Generator zu betätigen und dann immer wieder gestorben sind, weil das Schild nicht hochgefahren ist. Also einfach so Kleinigkeiten, die dann einfach so Fights, ja, einfach anstrengend gemacht haben. Weißt du noch hin mit dem Generator? Ja, wobei ich Leviathan als einer der einfachsten Prima Aces sogar einstufen würde. Also, Leviathan ist echt nur das Problem, das ist dann ähnlich wie jetzt bei Ramu der Fall, wenn man zu viel Damage hat, dann wird der Kampf schwerer. Weil man ja auch dann irgendwann einen Damage-Stop einlegen muss. Weil es sein kann, dass du den dann zum Beispiel so weit runterprügelst, dass der dann halt in die Phase geht, wo man das Schild aktivieren muss, weil das Schild noch gar nicht so viel Aufladungen hat. Ja. Zum Beispiel, oder ja, wie man den Klassiker, man vergisst einfach den Generator anzumachen und dann steht man da und kriegt dann halt Blutwelle ab und ja. Na gut, ich muss an der Stelle mal einwerfen, dass ich glaube, dass generell Primal Fights so eine kleine Brisanz mitbringen, wo halt dann ein Tod endgültig ist. Was ich damit meine ist, wenn du zum Beispiel bei Titan oder Titan runterfällst, dann bist du halt weg vom Fenster. Wenn du bei Leviathan runtergeschwemmt wirst, dann bist du auch weg vom Fenster. Wenn du bei Ravana runtergekickt wirst, genauso. Und bei Bismarck eigentlich auch so. Also ich finde, dass solche Fights machen es auch wieder sehr spannend und kannst aber auch sehr anstrengend machen. Also ist meine Erfahrung. Wie seht ihr das denn? Macht das einen Unterschied, ob der jetzt mal runterfallen kann und gar nicht mehr gerettet werden kann? Oder sagt ihr, ja, ist jetzt nicht gerade vom Spannungsfaktor höher? Ich glaube, bei Leviathan und bei dann war das die Chance höher, dass da halt irgendjemand mal runterfällt. Aber ich habe noch nie den Fall gehabt, dass da jemand bei Ravana Extreme gelandet ist. Oder, ja, doch, wobei bei Bismarck dann schon doch ab und zu mal, wenn jemand nicht vom Rücken gegangen ist. Ja, wie ich zum Beispiel. Rin, ich erinnere dich an mein Auto an bei Ravana. Stimmt. Ja, der Mischo hat es geschafft, mit Autolaufen runterzulaufen, ja. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Wie jetzt? Du bist einfach von der Plattform runtergelaufen. Das war halt, wir sollten an unsere Position. Wann haben wir das gemacht? Und also nicht gestern, es war irgendein anderer Tag. Und da habe ich dann aus Versehen halt mal Autobahn reingeschmissen und bin dann runtergerannt. Das erinnert mich ein bisschen an meinen Patzer in, das war glaube ich nicht mit euch, da war ich T9. Und wir hatten dann halt die Mario Kart Taktik gemacht, wo man die Meteore also im Kreis dann laufen musste. Und ich bin dann halt aus Versehen einen Ticken zu weit nach links gelaufen und bin dann in die Wand gerannt. Ja, auch nicht schlecht. Meine ganze Gruppe hat mich ausgelacht. Jetzt wird immer auslachen. Ich habe mir letztens nochmal hier unser Nimmerreich-Instanz-Video angeguckt. Weißt du noch, Rin? Wo denn Invis zeigen wollte, wie toll er wieder zurückspringen kann. Aber im Endboss ist ja auch eine Plattform, wo man runterfallen kann. Und unser toller Tank hier, Invisible, an der Stelle liebe Grüße, der wollte mal zeigen, wie toll er halt wieder zurückspringen kann und ist einfach in Abgrund gesprungen. War auch nicht schlecht. Super. Ja, legendär. Das sind Momente, die bleiben in Erinnerung. Naja, aber wie gesagt, ich würde mal sagen, jetzt haben wir mal so unsere Erfahrungen zusammengetragen. Jetzt liegt es an euch, dies auch zu tun. Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare, meldet euch und sagt mal, wie ihr das alles findet, was ihr euch noch weiter erwartet, wie ihr mal jetzt die beiden neuen Prima Fights gefunden habt, immer halt speziell in diesem Fall Bismarck und immer halt Ravana im Extreme, sowie im Normalmodus. Ja,
Ich werde mich mal hier weiter in der Gegend umschauen und ein bisschen rumgärtnern. Ihr habt es gerade gesehen. Seid nicht verwundert. Klassischerweise bei Brabbel-Daddel-Videos gibt es bei mir rein spielerisch jetzt nichts Spannendes zu sehen. Ja, das ist einfach entspannt. Ein bisschen hier rumgärtnern, ein bisschen Minenarbeiter hochskillen oder kochen. Ja, das ist eher so ein bisschen, lasst euch berieseln. Ja, also Action gibt es nur in Instanzen und eben halt im Endeffekt Raid-Content natürlich auch. So, in der nächsten Folge werden wir uns dann beschäftigen. Ihr seht es im Hintergrund hier, ihr seht diese blaue Kuppel und das ist mit einem Anzeichen für mit den neuen Raid-Content halt hier im Spiel Final Fantasy XIV Heavensward und hat den Namen Alexander, für die Leute, die es nicht wussten. Und da werden wir auch mal unsere Erfahrungen in der nächsten Folge euch mal mitteilen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Egal, wo wir haben, ihr wisst Bescheid und bis zu einer weiteren Folge Brabbeldaddel. Bis dann, Leute.